Guten Morgen alle zusammen. Heute ist Vlogmas Tag 17. Und ihr seht jetzt, was heute Morgen schon passiert ist. Wow, was habt ihr denn heute in eurem Türchen? Und fährt mit Reiter? Und willst du jetzt mal in meinem Kalender gucken, ob da auch was für dich drin ist? Das orange? Das orange Türchen in der Mitte. Was ist denn da? Wow, ein Polizei oder so. Danke, liebe Lena. Danke, liebe Lena. Können wir dann jetzt frühstücken gehen? Okay. Na komm, ab in die Küche. Zu Schokobroti und Granatapfel. Hallo, Polizeistation in Leipzig hier. Der Weihnachtsmann wurde eingeschneit. Alles klar, ich sag Bescheid. Jo, wir fahren sofort alle dahin. Okay, du fährst vor, wir fahren hinterher. Wir lassen euch nicht im Stich. Jetzt gab's da Schnee. Wie findest du das? Schön. Das passt ja gut, ne? Mhm. Das habe ich gestern gekauft bei TK Maxx. Okay, Google. Kann man heute einen Regenschirm benutzen? Tut mir leid, ich bin mir nicht sicher, wie ich helfen kann. Was heißt Hallo auf Chinesisch? Okay, es ist jetzt schon mittags und meine Schwester und mein kleiner Freund hier turnen auf dem Bett und wollen eigentlich gleich los. Wir wollen gleich los nach Mecklenburg zu der Oma und dem Opa. Meine Schwester schneidet mir jetzt noch die Haare. Die nerven mich nämlich, die sind unten so kaputt und so dumm. Was macht ihr denn hier für Turnübungen? Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Teddy kann das machen. Was will ich? Mach das. Vorne, vorne. Vorne länger, ne? Das habe ich dir jetzt hoffentlich gesagt. Also nicht, du musst die nicht hier so stufig schneiden, aber mach, was du willst. Teddy hat es gemacht. Teddy war das, ne? Teddy hat die kurz gemacht. Leute, ich bin jetzt wieder am Bahnhof. Meine Haare sind merklich kürzer. Ich zeig's euch nachher mal zu Hause. Aber ich find's echt merklich kürzer. Und ja, ich hole jetzt mein Fahrrad ab und ich gehe noch ein bisschen einkaufen. Der Bahnhof hat nämlich immer offen, am Sonntag auch, ab 13 Uhr. Und wir brauchen noch ein bisschen Essen. Außerdem ist heute verkaufsoffener Sonntag in der Stadt. Das heißt, ich gucke vielleicht sogar noch mal nach Geschenken. Was haltet ihr davon? Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ist halt relativ lang, ne? Geht mir bis über den Po. Ach nee, jetzt könnt ihr auch mal meine Haare sehen. Die sind halt kurz jetzt. Weil ich sie nicht geglättet habe. Ja, was haltet ihr davon? Eigentlich ganz cool, ne? Was denn? Sie haben ein Paw Patrol, eine Paw Patrol Karte vergessen. Oh nein. Wir haben nämlich vorhin so ein Spiel gespielt. So ähnlich wie Memory. Hallo alle zusammen, wir sind jetzt wieder zu Hause. Also ich bin zu Hause und ich habe mir dieses Teil hier gekauft. Nicht nice, bin ich schick, bin ich offiziell oder wie auch immer es heißt. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr cool. Wie ihr gerade gesehen habt, war ich ja gerade bei Pimki. Die rote Jacke fand ich so schön. Die hatte so ein schönes, knalliges Rot. Also so ein bisschen wie dieser Pullover hier. Also war so schön. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verliebt und ich muss die vielleicht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ich habe euch lieb. Bis bald. Guten Morgen. Willkommen zum Vlogmas Tag 18. Heute ist wirklich mal morgens und ich stehe im sonnenerleuchteten Wohnzimmer. Heute scheint die Sonne und das freut mich. Sam und ich haben heute Nacht im Wohnzimmer geschlafen. Solche Sachen machen wir manchmal, wenn wir ganz abenteuerlustig sind.
Und es war so gemütlich hier einfach gestern Abend. So schön warm. Und ja, da wollten wir einfach im Wohnzimmer schlafen. Und guckt mal, wie kurz meine Haare sind. Mega kurz. Naja, die wachsen nach. Vielleicht kann ich mich nächstes Jahr ein bisschen zusammenreißen und schneide die nicht so viel. Ja, es ist mal wieder Zeit, dass ich auf Arbeit gehe. Also ich würde sagen, wir sehen uns heute Nachmittag wieder. Ciao. Wenn ich meinen Vlog schneiden muss. Und heute Abend gehe ich auf eine Weihnachtsfeier. Ich weiß nicht, wie viel ich heute vloggen kann. Okay, aber ich versuche es einfach mal. So Leute, ich bin zurück. Ich habe mein Video gerendert. Es ist jetzt 18 Uhr und ich mache mich jetzt los in die Innenstadt für die Weihnachtsfeier. Wir treffen uns jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, trinken Glühwein und dann gehen wir was essen. Ah, guckt mal Leute, der Weihnachtsmarkt. Ich war dieses Jahr noch überhaupt nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ich glaube, so lange habe ich es noch nie hinausgezögert. Jetzt muss ich nur meine Gang finden. Wir können uns auch so ausstrecken und so tun, als ob. So Leute, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Es ist jetzt 22:30. Es geht mir gut. Ich habe ziemlich viel getrunken. Aber ich bin guter Dinge und es war lustig und schön. Und ich habe ein wirklich nettes Kollegium. Ja, ich trinke ehrlich gesagt sehr, sehr wenig. Und ich bin sehr selten abends draußen. Ich habe übelst viel mitgenommen. Ich habe irgendwie drei solche Kartuschen mit von Essen, weil ich mir da einfach nicht zu schade bin, sag ich mal. Wenn das übrig ist, dann nehme ich das mit. Also ich meine, ich hasse es, Sachen verkommen zu lassen. Ich hasse es einfach. Ich finde das ungefähr so scheiße wie Umweltverschmutzung. Genau deshalb nehme ich Sachen mit. Ich will einfach nicht, dass Sachen wegkommen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf Weihnachten. Ich freue mich auf jeden Fall auf Weihnachten und ich glaube, ich habe heute eine Idee gehabt für ein Geschenk für meine Schwester. Ich habe nämlich ein bisschen bei ASOS rumgestöbert und da habe ich einen Schlafanzug gesehen und ich dachte, oh, das wäre eigentlich was Cooles für meine Schwester. Und ich habe heute ein Stollengeschenk gekriegt von der Arbeit. Hallo, mega cool. Gut Leute, ich hoffe, ich lieb. Passt euch auf und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao. Ich hoffe, ihr freut euch auf Weihnachten. Guten Morgen Leute, willkommen zu Vlogmas Tag 19. 19 Leute. Oh mein Gott, nur noch 5 Tage ist Weihnachten. Heute ist Dienstag, Sonntag ist Weihnachten. Ich weiß, ich bin richtig toll hinterher mit den Vlogs, aber egal. Dieses Jahr mache ich das einfach so, wie ich das möchte. Ich hoffe, ihr hattet was Schönes im Kalender. Ich habe Seth heute so eine kleine Raffaello-Stange sozusagen reingepackt. So 4 kleine Raffaellos. Ich hoffe, er freut sich darüber nachher, wenn er aufsteht. Gut, ja, ich würde sagen, ich mache mich erstmal los auf Arbeit und wir sehen uns später. Ich bin jetzt fertig mit Arbeiten, das ist jetzt gegen 2 und ich bin jetzt in der Stadt und guck mal nach einem Geschenk für Seth. Das war bei Bräuning an. Mal sehen, er hat sich eine Krawatte gewünscht. Ob ich sowas finde? Also finden bestimmt, aber finde ich auch das passend. Guckt mal Leute, ich habe was Blaues mit roten Punkten gefunden. Genau sowas habe ich gesucht. Diese Krawatte finde ich doch wirklich ganz interessant. Die ist ein bisschen zu dunkel meiner Meinung nach. Aber die ist am ehesten das, was ich eigentlich haben möchte. Die ist mir ein bisschen zu breit hier. Und ich möchte eine schmale Krawatte auf jeden Fall. Mir ist übrigens immer noch ein bisschen schlecht von gestern. Also irgendwie seit heute Morgen ist mir ein bisschen schlecht und schwindelig. Das wurde einfach nicht besser. Ich glaube, ich habe einen Kater. Von irgendwie einem Glas Wein und einem Glühwein. Oh Leute, ich sehe ganz schön aus, als hätte ich mir die Augen gerieben. Ja, das liegt nämlich daran, dass ich schrecklich müde bin und schlecht ist mir. Und Bauchschmerzen habe ich. Und ich beschwere mich jetzt bei euch darüber. Ja, es ist Stunden später, ich bin zu Hause und liege auf der Couch. Und ja, und mir ist schlecht. Gut. Super. Und bei euch so? Chef hat mir gerade einen Tee gemacht und jetzt geht es mir besser. Ein Schafgabe, ne? Schafgabe ist gut für den Bauch. Und ich habe mein Video geschnitten dann, als ich nach Hause gekommen bin und es ist jetzt fertig und rendert. Und ich brauche nur noch ein Thumbnail und Text und alles Mögliche. Und ich glaube, ich muss dann mal heute ins Bett gehen, baldigst. Wir haben es uns jedenfalls gemütlich gemacht mit dem Licht und dem Tannenbaum und dem Weihnachtskranz. Ja, ich glaube, ich verabschiede mich heute Abend von euch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hab euch lieb. Passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss.